That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Okay. Haben wir sie jetzt irgendwie ein bisschen verärgert? Na gut, erstmal hallo, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen und weiteren Folge von Call of Cthulhu. Und eigentlich hatten wir ja vorgehabt, hier ins Lagerhaus 36 zu gelangen, aber irgendwie hatten wir es jetzt geschafft, die geheimnisvolle, hübsche junge Dame hier zu verärgern. Sie wollte uns eigentlich den Eintritt gewähren, hat es aber dann doch nicht getan. Und hier hat sich ein bisschen was geändert. Wo ist denn hier der Durchgang? Da war vorher noch der Durchgang gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier wenigstens die Leiter hochkommen. Kommen wir auch nicht hoch. Einen Weg ins Lagerhaus 36 finden. Na gut, versuchen wir mal unser Glück. Und was werden wir hier finden? Irgendwas muss es ja hier geben. Ach, this place stinks. Ich habe mich schon gewundert. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Zur Reduktion eine Szene halten. Gut, jetzt haben wir einzelne kleine Hinweise, die wir hier wahrscheinlich nachgehen können, die jetzt hier markiert sind. Can't sleep. I know how that feels. Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? Hawkins selber vielleicht? Ein altes Gemälde? Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Naja, haben wir jetzt schon alles entdeckt? Beenden möchte es noch nicht? Wir haben ja hier noch was. Wieder in Fläche Medizin. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Na gut, wenn wir jetzt aber wirklich hier von Sarah Hawkins sprechen, was ist das? It smells as bad as it looks. Okay, ich dachte schon, das ist nur Fisch, alles klar. So, hier haben wir noch was. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Gut, alle Hinweise haben wir zumindest schon mal entdeckt. Dann können wir auch unsere Reduktion hier beenden. So, neuer Hinweis gemerkt. Lagerhaus von Hawkins. Ja, wir haben nämlich später die Möglichkeit in Dialogen, in Sachen Fragenstellungen und sowas, denn auch unsere neuen Hinweise mit einzufügen, was vorher vielleicht eine Mutmaßung war, vielleicht gelogen, können wir jetzt in Dialoge mit einbringen. Sprich, wir haben eigentlich dann Beweise und wissen es ja ganz genau. Kann uns halt auch dann weiterhelfen. Ja, ich denke mal, entdeckt haben wir jetzt hier alles. Dann gehen wir mal wieder zurück. Oh oh. Yo, don't move! Detective Pierce, I told you to stay away from this warehouse. Na, Polizeibedrohung wollen wir nicht. Wir sollten zusammenarbeiten. Es interessiert sie doch jemanden für Hawkins. Der Fall ist alles andere als abgeschlossen. Wound up? You mean messed up? Oh, sag doch einfach. We don't take no lessons from the likes of you. Oh, das war auch schon wieder in die falsche Richtung. Pierce. No stone was left unturned. Really? Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Oh. Andrews, would you please shut the door?
Genau, Andrew. Schließ die Tore. Das hat sich ja doch noch ganz schön gewendet hier. Ich dachte jetzt, wir haben jetzt wieder so einen kleinen Disput mit dem Officer. Oh, sie schon wieder. Hallöchen. Wir kennen uns ja bestimmt gar nicht. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Oh, das ist ja mutig. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Who are you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed. But we'll meet again. Die Lüten lesen? Warum? Wir haben jetzt gar nichts getan. Wir haben jetzt hier uns ganz gut verstanden. Du magst mich. Wir hatten am Anfang so unseren kleinen Disput, aber in Ordnung. Wo? Oh! That's the Hawkins Mansion. Come on. We got some zumindest hatten die eine schöne Aussicht gehabt auf ja, die prachtvolle Stadt und das Meer. Gut, also. Wir konnten den Officer also noch dazu überreden, dass wir dem Fall nochmal nachgehen. Nochmal nach Spuren Ausschau halten. Der war ja erst gar nicht so erfreut gewesen, uns da im Lagerhaus zu sehen. Aber als wir ihn gezeigt hatten, dass da das Gemälde, was eigentlich am Tatort, also hier in dem Anwesen von Hawkins sich befunden hat, im Lagerhaus auf einmal war, war ihm ganz anders gewesen. Das Blatt hat sich gewendet. Das hilft uns nun. Wir fahren zusammen mit dem Auto ja, zu den Hawkins Anwesen. Gucken, was da denn so alles los ist. Da hat es ja, glaube ich, gebrannt. Und da sind ja alle irgendwie umgekommen. Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Ich trinke mal kurz mein Käffchen hier. Und dann lassen wir mal kurz hier das Videogedönst hier laufen. Da werden wir aber beobachtet. Pierce, ich würde wieder einsteigen. Da kommt der Officer vielleicht auch mit. Warum fahren wir eigentlich bei Nacht dorthin? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Hätten wir nicht mal warten können. Okay, die Sonne kommt da jetzt nicht raus, aber wir hätten am wenigsten warten können. Ach, toll. Also als Kind dort zu leben, hätte man allen Grund dazu, zu Hause fern zu bleiben. Also abends dahin. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Huh. It's really that old. Come on, let's leave the stories of the dead alone. Nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Hut ab, hätte ich nicht gedacht, dass er da so offen und ehrlich drüber spricht, dass wenn selbst Polizeiversagen ist, er dem nachgehen möchte. Er könnte es ja auch verheimlichen. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. You're talking about Winchester. That's right. The Hawkins old caretaker. Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go, right? Your partner Andrews warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged.
That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Ah, wir haben keine Zeit zu verlieren. Weiter geht's. And I want to be able to see when we arrive. I'll go with you. If only to reassure Silas. Okay, nee, will ich nicht ablehnen. Right. Let's go. Also hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich ein Schisser bin. Ja, doch ein bisschen vielleicht, aber es macht es uns ja vielleicht ein bisschen einfacher zu wissen, wo es hier lang geht. Auch wenn ich glaube, wir sollten nochmal zum Anwesen. Da fängt zum Beispiel schon mal an. Er weiß ja den Weg zum Anwesen. Ich wäre jetzt schnurstracks gerade ausgelaufen und hätte wahrscheinlich erstmal 10 Minuten lang jetzt in dieser Folge gesucht, wie ich hier reinkomme. Und so kann man uns quasi dieses imposante Anwesen, naja, Anwesen nicht, aber einfach mal angucken und genießen. Wo gehen wir eigentlich hin? Gehen wir jetzt zu diesem Winchester? Hätte ich nämlich auch schon vorgeschlagen, dass wir zuerst zu dem gehen, um uns vielleicht ein bisschen gut mit ihm zu stellen. Oh, denke mal, da ist er, wa? Ach nee, das sind... Ah, ich dachte, die Blumentöpfe wäre das Grab. Joa. Poor kid. Der Junge. Oh, hat hier irgendjemand was zerberst? Ist das die Frau? Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say it's pretty gloomy. So, detective, does this place inspire any thoughts? Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Darüber bin ich ja auch gerade erstaunt. Ich hätte ja verstanden, wenn es das Grab der Sarah sein oder hätte sein können. Ja, das ist eine merkwürdige Ruhestätte. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Gut. Let's go. Außer Villa. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is a... The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Vielleicht irrt der Officer sich auch und der Verwalter war nicht so erfreut über... Wie hieß er hier nochmal? Über Charles gewesen. Nur das ist dann aber auch schon ziemlich merkwürdig, weil wenn er hier wirklich irgendwo hausen soll oder sich verstecken sollte, der hätte ja am ehesten sich darum gekümmert, dass die Gräber hier ordentlich sind. Das Grab ist frisch gemacht quasi. Und naja, gut, dann gehen wir mal halt weiter, wa? Ach gut, er bleibt noch ein bisschen hier, dann gehen wir halt alleine los. Ja, wie gesagt, kein schöner Ort hier zum Leben. Oh, das würde hier auch nie was wachsen. Eigentlich schon alles irgendwie abgestorben. Falls hier irgendwann überhaupt mal Leben geherrscht hat. Ein beklemmendes Gefühl schon fast. Officer, wie kommen wir rein? I'll have to find another entrance. Der will jetzt da hinten wirklich verweilen und dann ein bisschen bleiben machen. Nee, komm. This entrance is still in use. Ja, Piers, lange können wir auch nicht warten. Oh, die Frohnatur!
Der Silas Winchester. Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Officer, Hilfe. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing. Habe ich auch gerade schon gesagt. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Okay, wir konnten immerhin schon mal beruhigen, das ist gar nicht mal so schlecht. You still put flowers on her grave. You wir müssen versuchen, ein bisschen an seinen Gefühlen zu kratzen. Es klappt schon mal so ein bisschen. Da. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to do. Go on then, just to get rid of you. Let's see what more. Oh, sehr schön, das hat aber gut geklappt. Ein Glück. Ja, die Entscheidungen in diesem Spiel, die sollten wirklich, wenn es zeitlich machbar ist, gut überlegt sein. Ja, du stehst jetzt hier und hilfst mir nicht. Der hat eine verdammte Axt in der Hand. Ich habe nur ein Feuerzeug. Erst mir mal helfen können. Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Na gut. Hat ja noch alles so geklappt. Let's take a look inside. I'm with you. Gut, dann haben wir den Winchester jetzt auch kennengelernt. Ja, eine arme Seele in dem Sinne und wahrscheinlich sehr. Naja, nicht verliebt in dem Sinn, aber hegt sehr viel Gefühle und Sympathie für Sarah. Warum auch immer, wird sich wahrscheinlich irgendwann auch mal aufklären. Zumindest kümmert er sich immer noch bis heute um ihr Grab. Während Charles Grab geschändet wurde, was ein bisschen merkwürdig ist, weil behauptet wurde, Charles war für Winchester wie ein Sohn und wenn Winchester auf dem Grundstück immer oder auf den Anwesen immer noch lebt, hätte er es ja frühzeitig merken können und das Grab ja quasi wieder herrichten können. Aber okay, wir sind jetzt erstmal in der Villa und gucken, was wir denn da alles so finden können. Und ja, in Sachen Entscheidungen, die dürften müssten hier halt wirklich gut getroffen werden. Ist mir immer so aufgefallen, man darf halt nicht, boah, zumindest jetzt am Anfang hat es nicht so geklappt, mit der Brechstange voraus, da kommt man meist nicht weiter, haut man gegen Wände quasi oder stößt gegen Wände. Aber wenn man halt dann auch schon mal seine Schlussfolgerung gezogen hat oder sogar auch noch die Wahrheit herausgefunden hat, die man zu der Frage stellen kann, dann kommt man auch meist weiter. Gut, ja, machen wir auch mal unser Lämpchen hier an. So, die Brandstätte finden. Soll ich jetzt selber hier was finden oder soll ich was essen? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Dass jemand hätte mal hier aufräumen können, aber okay, hier kann man anscheinend irgendwas finden, deswegen wieder Reduktion. What kind of meat is this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins.
komisch. Ist er gerade erzürnt über irgendetwas, weil er aufsteht und seinen Stuhl schon fast nach hinten schleudert? The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Oh, es gab, glaube ich, irgendwie ein bisschen Ärger. Also hier muss Sarah gesessen haben. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Oh. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Hmm. Vielleicht war Charles doch nicht so angesehen, oder zumindest die Person, die Leute in ihn sahen. Weil gerade dieser Augenblick sah danach aus, als wäre Charles am Ausrasten gewesen. Sarah wollte ihn beruhigen. Und der Sohn hat vor Angst den Teller fallen lassen. Könnte auch dafür sprechen, warum Winchester ihn vielleicht nicht mehr leiden oder ja noch nie leiden konnte. Oh, hier lag wer? The child's corpse left a trace. Where are the others? They had a fight. Oh. Why? Wie gesagt. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Was ist hier vorgefallen? Did it stop at the time of the fire? 10 Uhr abends oder was? Haben wir noch irgendwas? Ja, auf dem Boden ist da noch was, aber irgendwie komme ich da nicht heran. Streit das vielleicht hier die Lampe, die Gaslampe runtergefallen ist? Oh. Did someone escape the fire? Also war vielleicht noch eine weitere Person im Raum? Aber die ist für uns quasi, ja, ohne Gesicht. Hier, ein Schuh. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Oh. Na, wahrscheinlich so. Die Brandstätte untersuchen, das machen wir ja gerade. Warum ich aber jetzt aus meiner Reduktion nicht mehr raus kann, verstehe ich auch nicht ganz. Ah, hier. If the painting I found on the docks really da war es gewesen. How come it didn't burn? Gut, jetzt haben wir. Okay, er gibt uns auch nochmal Bescheid, wenn die Rekonstruktion abgeschlossen ist. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. Hmm. What is this? And the boy. So, detective. What do you make of it? Ah, okay, dann machen wir mal nicht so hart. Das ist ein bisschen sehr heftig. I firmly believe this fire
was more than just an accident. Huh. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Das Schlafzimmer oder was? Ja, wie gesagt, ich will halt wirklich nicht versuchen, da jetzt immer gegen irgendwas zu laufen oder gegen einen Nerv zu stoßen, den man eigentlich jetzt nicht berühren sollte. Gleich so von oben herab zu sagen, die Polizei hat versagt, ja. Ist halt schwer zu analysieren. Dafür, deswegen sind wir auch Privatdetektiv. Na, was haben wir hier? These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the blood stains, I'd also say that it's the same person. Es muss sich eine vierte Person in den Raum aufgehalten haben, weswegen wahrscheinlich ein Streit ausgebrochen ist. Hat es aber vielleicht einen Geliebten? It's quite a building, don't you think? Do you know that the Hawkins were among the wealthiest families on the island? Hut ab. Schick ist es auf alle Fälle. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Hier gibt es nichts zu entdecken. Oh doch, ja, ein Buch. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Wow, gut, dann kam jetzt nichts weiter. Ich werde mich mal hier so ein bisschen umschauen. Finde ich ja hier irgendwas Wichtiges. Oh, da. Da, die können wir anmachen. Oh, ein Buch. Greek Mythology. Hecate, Goddess of the Dead, Daughter of Tartarus, and Mother of Scylla. Dark Water History. This place was settled back in 1692. By two families that seceded from the New England colonies. Ja gut, kleinere Hintergründe von Darkwater, ob die jetzt so wichtig sind, weiß ich nicht. Oh, hier haben wir wieder ein Bild. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. "20,000 Leagues Under the Sea." Another story about the mysteries of the deep. Hm. Dann gucken wir uns jetzt mal den Nemo, den Nachbarraum an. Ja, die Bibliothek habe ich mir jetzt eigentlich ganz gut angeschaut. Sarah have done to make this person threaten to call the police. Sehr geehrter Herr, wie Sie wissen, habe ich Ihnen und Ihrer Familie immer viel Respekt entgegengebracht. Leider kann ich aber meine Augen nicht länger von dem Verhalten Ihrer Frau verschließen. Letzte Woche versetzte sie meiner Kundschaft erneut in Schrecken. Mir ist bewusst, dass sie keine böse Absicht hegt, aber Sie sollten sie an die Obhut von Dr. Fuller geben. Er alleine könnte sie zur Besinnung bringen. Sollten Sie sich dieser Störung wiederholen, sehe ich mich gezwungen, die Polizei hinzuzuziehen. Hochachtungsvoll, Anton Wallert. Anton und Fuller, das wären auf alle Fälle zwei Gesprächspartner, mit denen wir uns nochmal unterhalten müssten. Okay, Taschenlampe an oder Zippo an. Mit denen wir uns unterhalten müssten. Einfach mal zu gucken, ob denn Sarah bei Fuller war. Oh, kleines Rädchen.
Bei Fuller war unter Behandlung und was der Willard da für ein Problem mit ihr hatte oder was genau vorgefallen ist, sagen wir es mal so. Problem wird er gehabt haben. Oh, Kinderzimmer. The boys' room. Eine Rekonstruktion. Oh, er hat auch gemalt mitunter. Aber von irgendeinem komischen Wesen oder komische Wesen, also so richtige schöne Zeichnungen waren es jetzt hier nicht gewesen. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Hm. Tom Sawyer, Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Oh, die haben aber wirklich ihre Geheimnisse. Ja, die Wand gucke ich mir jetzt auch gleich an. Warte mal gucken, ob ich hier was finde. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Hmm. Oh, hier ist irgendwas. Hier haben wir zum Beispiel was. Ein Schlüssel. Gut, den haben wir auch schon gefunden anscheinend. Da ist das Büro. Haben wir noch irgendwas? This door is locked. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich noch einen Schlüssel. Gut, dann würde ich mal sagen, so heute haben wir ja alles durchsucht, wir gehen jetzt mal durch die Tür, ich denke aber, das wird wahrscheinlich Sarahs Büro sein, ich werde mich jetzt erstmal verabschieden und meine Sachen nachgehen und dann sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge, hoffe es hat euch soweit gefallen und bleibt auf alle Fälle dran, wir sehen uns, bis später, auf Wiedersehen. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her. Oh.